Hier sieht eh alles wie Keller aus. Letztes Mal bei SCP. Ah! Nein! Nochmal? Und nun die Fortsetzung. Oh Mann, ey. Fuck, schon wieder, ey. Ja, rennen, komm. Aber hinter uns war, glaube ich, 173. Ich hab doch hier unseren. 173 ist noch nicht in der Nähe. Im nächsten Raum aber. Bist du denn blöd? Ja. Wenn du dich drehst, tötet es dich. Wieso gibt es denn hier zwei von den Dingern, Mann? Zwei getötet haben wir auch noch nicht, oder? Nee. Ich hoffe, das waren dann alle, oder? Da kommen unendlich viele. Na, wo bleibst du? Wenn wir in den Freund Gang und Spargelstecher. Wenn wir in den Gang wieder reingehen, kommt er wieder, oder? Das wäre jetzt schon saublöd, wenn wir nochmal kommen. Das wäre ein Bug. Da müssen wir irgendwie ganz zurück und einen anderen Weg nehmen. Warte, ich muss jetzt timen. Nee. Ah, oh, jetzt stirbt nicht wieder. Jetzt müssen wir aufpassen. Wieso hat das zweimal geblitzt? War hinter uns auch eins? Was hat geblitzt? Na egal. Jetzt pass auf, nicht, dass da SCP-173 kommt. Keine Angst, ey. Blinzel mal. Jetzt ist es weg. Wollen wir speichern? Speicher. Oh, Achtung, da ist die Hand. Gut, das hab ich gemeint. Das macht mich psychisch fertig, ja. Also. Ja, okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben den Radio, den Special, wir haben Navigator Ultimate, wir haben Omnicard, wir haben Augentropfen, wir haben alles. Sogar Batterien. First Aid Kit haben wir, Mann. Batterien für Geräte, die keine Batterien brauchen. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Vielleicht kann man 100. Also bitte nicht mehr, ey. 173 mit Batterien füttern. Was zur Hölle? Drei? Ich hab bald keinen Bock mehr. Hey, dann gehen wir einen anderen Weg. Ja, wie denn? Nein, ja, jetzt musst du ihn wieder töten, aber machst du zugemacht. Ja, was für einen anderen Weg soll ich denn gehen? Ich weiß es nicht. Soll ich da rechts in die Tür gehen zum 173er? Das ist ein Bug, das können wir nicht weiterspielen. Ja. Gab's irgendwie nicht eine Abzweigung? Nee, das ist die einzige Tür, wo ich noch nicht durchgegangen bin. Ja, aber da geht's nicht weiter. Da ist nur der Raum mit 173. Mein Gott! Verdammte Scheiße! Guck mal, wie viele Flecken da schon sind. Wir können das auch unendlich weiter treiben. Das macht bald keinen Spaß mehr. Blinzel mal. Das 173, dieses Geräusch kommt, glaube ich, wenn das, gegen eine Tür fährt. Gegen eine Tür. Ja, ich glaube, das war an der Wand irgendwie. Das ist gegen die Tür innen schon gefahren. Ja. Das schickt einen doch, oder? Ich krieg Gänsehaut, weißt du das? Jetzt diesmal müssen wir auch mehr töten. Ja, nein, wir gehen jetzt nicht mehr durch. Dreh dich um und geh da zurück, vielleicht gab's eine Abzweigung. Komm. Da gibt's eine Abzweigung. Geradeaus sind wir noch nicht gegangen. Da sind wir hergekommen. Achtung, nicht erschrecken. Nee, da sind wir doch hergekommen, oder? Ich weiß es nicht. Wir waren schon in so Büros. Ja, doch, da waren wir schon. Da sind wir hergekommen, okay. Vielleicht. Ja, geh einfach geradeaus. Und dann nehmen wir jetzt nichts mit. Ja, ist es nicht der erste Raum hier? Ja, sind alle Sachen noch da, also es ist wahrscheinlich wieder doppelt gemoppelt. Perfekt, wir haben genug Alternativen. Soll ich speichern? Ja, wir haben ja genug Alternativen zu dem anderen Weg, wo man permanent Death hat. Ja, wahrscheinlich soll man da dann beim anderen Weg gar nicht entlang gehen. Oh, da ist ein Bug.
Ja, wenn es hier in eine Sackgasse kommt, ist es schon blöd. Oder bis wir dann wieder zurückgehen, ist der Weg wieder frei. Ich vermute, dass es... Dass weil wir immer, wenn so ein Gang kommt, dann kommt das Viech. Ich vermute, dass wir, um den zu töten, so weit zurückgehen, dass es sich wieder resettet. Man wir dürfen nicht speichern, nachdem wir ihn getötet haben, vielleicht. Das könnte doch schon nicht sein. Nee, ich glaube. Oder? Wobei, du könntest recht haben. Probieren wir beim nächsten Mal aus. Ja, aber... zweiten Mal nicht gespeichert. Was ist das für ein Fleck? Blut? Ja. Geh damit raus. Da geht's nicht weiter. Links. Was ist denn das da unten? Was ist denn? Sieht man nichts. Grinded 173. Nein. Ich hab doch Augentropfen. Du hast Augentropfen. Nimm sie jetzt schon. Soll ich durchgehen? Ja, nimm sie. Ja, ich weiß noch gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Ach so. Dann guck die andere Seite an. Da unten steht's. Ja, steht er. Mann, ey, ich hasse diesen Raum. Achtung, falls es da steht. Das ist der Anfang. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Also vorhin war der da am Anfang gelegen. Vorhin, als wir vorhin gespielt haben. Ja. Entschuldigung. Aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Mal, wo wir langlaufen, ich blick schon nicht mehr durch. Geradeaus geht's auf jeden Fall. Soll ich da durchgehen? Lass uns offen. Ja. Die geradeaus die Tür schon komisch. Schon bei dir geschlossen. Wieder. Da kommen wir doch rein, oder? Da kommen wir doch rein. Was ist da? Weiß ich nicht. 700. 4025? What the fuck? Ach, das ist der Raum mit dem Ring. SCP. So, weiter geht's. Also 714, 1025, da geht's nicht weiter. 700 ist der Ring? Glaube ich auch, ja. Nicht nehmen, oder? Nehmen. Wieso nicht? Man. Ja, das bringt eigentlich nichts. Nichts. Komisch. Da muss was sein. Da steht 1025. Ja, müssen wir mal recherchieren, was 1025 ist. Machst du die Tür auf? Blinzeln? Ja. Ja, ja. Mach da mal zu. So ist da die Tür offen. Hast du es gehört? Ja. Ich will da nicht weitergehen. Ich will da wieder zurück. Wir gehen in den Electrical. Aber nicht, dass es bis dahin die Tür da aufmacht, ne? Die Tür kann es gar nicht aufmachen. Stimmt. ...106 braucht keine Keycard. Allerdings nicht. Der Aufzug funktioniert wieder. Okay. Ohne Gefahr. Alles klar. Gut. Ja, Mann. Prime, mach mal alles wieder an, oder? An und Door Control off. Ja, mach mal aus. Jetzt kommt SCP-173 ohne Keycard durch. Ich glaube, es steht jetzt vor der Tür, wenn wir runtergehen. Sei leise, Mann. Ich glaube, es steht jetzt vor der Tür. Ja, die Tür ist noch zu, aber die links nicht. Wir gehen da nicht lang. Wir gehen da nicht lang. Bist du eigentlich masochistisch veranlagt, oder? So, da ist ja nichts, oder? Blinzel mal. Nein, da hinten ist ein Raum, da geht's ja. Doch.
Guck mal da, 106, oder? Ja, Pech gehabt, ne? Das bringt, glaube ich, nicht viel. Soll ich da durchgehen? Mit Augentropfen? Oder soll ich zurückgehen? Jetzt kannst du Augentropfen nehmen durch. Oder? Ne, das versperrt was, oder? Achtung, nicht nehmen, sonst können wir nicht mehr blinzeln, oder? Oder kann man damit blinzeln? Ich weiß nicht. Nimm's mal. Aber wenn wir blinzeln, dann kommt die Treppe hoch. Da ist die andere, da müssen wir... Ja, ich glaube, ich muss da geradeaus durchgehen. Ne, da ist aber auch versperrt. Ja, aber da so und dann hier so, meine ich. So, 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 so. Also komme ich, so wie er gerade steht, da nicht rein. Dann blinzeln wir von hier. Hier ist ja nicht so gefährlich. Komme ich da vorbei? Mach nochmal. Jetzt. Müssen wir halt echt knapp an dem vorbeilaufen, ne? Blinzeln doch. Nein. Was tust du? Soll ich probieren? Nimm die Augentropfen, ja. Und immer schön drauf gucken. Wo ist die Treppe? Alter, mach keinen Scheiß, die Augentropfen wirken trotzdem nicht ewig. Und schau immer nach hinten, nachher. So. Ja, auf der Seite standen wir vorhin schon mal, oder? Mach keinen Kack und geh weiter, das kann Tür öffnen. Wir hören es, wenn es eine Tür aufmacht. Was ist hier? Da wollten wir doch rein mit der Keycard! Da! Warhead-Silo, Alter! Warhead-Silo, Alter, da können wir Waffen holen. Meinst du? Ja, oder? Dann knallen wir das ab. Wollen wir es probieren? Wir haben jetzt gespeichert, wir knallen das ab. Können Waffen holen. Ey, du hast gesagt, es gibt da Waffen, du hast es mal gelesen. Es gibt ein SCP in Form von einem Revolver oder so. Ich weiß noch, ob man den benutzen kann. Vielleicht gibt es da ein Ding, so ein Rocket Launcher. 173, den Kopf wegschießen. Eine Railgun. Railgun. Den man durch Wände schießen kann. Ich hätte echt mal Wut, auf dieses 173 zu schießen. eine Kanone, die irgendwie Materie dematerialisiert. Ja. Seine atomaren Bestandteile zerlegt. Wenn wir das finden, dann müssen wir speichern und rennen einfach durch, ohne... Und den Spielstand unendlich vervielfachen. Hauen die Augentropfen rein, so. Rennen durch und... Also wir haben hier das Warhead. Omega Warhead Zero, Entschuldigung. Omega. Letztes heißt es wahrscheinlich. Omega heißt doch dann... Omega, das haben wir nur... Ja, aber ist meistens für das Ende, oder? Oh, da ist ein Aufzug. Da haben wir schlechte Erfahrungen mit. Speichert. Und der Aufzug hat einen Knopf. Der Aufzug hat von innen. Aha! Was zum Henker ist das? Das ist ein Nuklearsprengkopf, oder? Damit sprengen wir uns jetzt in die Luft. Mach's einfach. Oder wir müssen Time aktivieren. In der Zeit müssen wir hier rauskommen. Das brauchen wir, wenn einer. Schusssichere Weste, Alter. Wenn einer schießt. You put on the vest and slightly encumbered. Was heißt das? Dass man schwerer ist. Vermutlich. Ja, immer noch normal. Nimm das mal, was da steht. Das haben wir noch nicht gelesen. Nuklear. So, the Alpha Warheads. 1 kiloton hydrogen. 4 1 kiloton. 4 1. Oh, bombs designed to demolish the area above the facility without causing major damage to the underground parts. Zieht page 24 for more details. Schau, da sind wir also. Und da, also das ist quasi. Das ist ein unterirdischer Komplex, ne? Und wir sind unten oder was? Wir müssen nur hoch. Wir sind jetzt hier unten. Wir sind mit dem Fahrstuhl da runtergefahren. So, Alpha Voids. Wir waren doch schon mit dem Aufzug oben. Dann waren wir ja richtig. Schau mal. Wenn wir oben waren. Ja, ich weiß es nicht. The Blast Sheet Page. Designed to protect the facility in the event of Alpha Void. Oh, gut. Nein, Mann! Wo? Dahin. Ja, das bringt's. Fuck. Der hat jetzt immer noch hinter uns her. Das ist das Ende von Folge 2, oder? Ja, das reicht, ey. Ich will ja weitermachen. Oder? Mach das nicht. Oder willst du es fürs Gameplay machen? Nee, das war's, Alter. Soll ich spielen? Ich will das jetzt weiterspielen. Wir sind so weit, waren wir noch überhaupt noch nie. Da waren wir auch noch nie.
im Warhead. Ja, aber ich mache hier Schluss.